Um euch mal einen Eindruck zu geben, wie groß ist die 306er-Welle? Weil wenn die nur alleine auf dem Bild steht, dann kann man sich dann nicht so wirklich einen Eindruck machen. Hier ist eine Mazzucchelli-Vollbankwelle, 60 mm Hub für einen Malossi 221 zum Beispiel. Daneben die Quattrini-Kingwelle, auch mit 64 Hub in dem Fall, ähnlich oder gleich wie beim 306er. Und jetzt nicht erschrecken, tada, da ist sie, die BFA-Kurbelwelle, auch 64 Hub. Deutlich dickere Wangen und hier zusätzlich Wolframgewichte zum Auswuchten eingearbeitet. Ein super tolles Finish. Die Welle ist ungefähr doppelt so schwer wie die Quadrini-Welle. Leider kann ich es nicht genau messen, weil meine Waage ab 2 Kilogramm den Geist aufgibt. Und hier sehen wir noch einen Teil der Verzahnung für die Kupplung, für eine formschlüssige Kraftübertragung.